Weiter geht's mit Let's Play Resident Evil Zero. Und zuletzt hatten wir ein paar Zugprobleme. Seht diese? Guck mal, ich kann damit sogar nach vorne laufen. Meine Taste klemmt ein bisschen. Ich bin gerade schon am Überlegen. Wenn ich sie locker drücke, klappt's. Wenn ich sie feste drücke, kriegen wir hier diesen absoluten Zucker und in Paniksituation. Also jetzt mal ernsthaft, ich bin ja schon eine coole Sau, aber da cool zu bleiben, ist auch nicht so einfach. So, wir legen den guten erstmal ab. Die Farbbänder, ich nehme sie mit. Ich glaube, ich habe... Na, wobei, ich muss die Statue nehmen. Was hat der Gute denn alles im Inventar? Okay, der hat halt sein Inventar, ne? Dann werde ich... Komm, wisst ihr was? Ablegen, ja. Dann habe ich erstmal nur das Nötigste, um mich zu wehren. So, wir wissen, da hinten ist nur die Munition. Und eine Sackgasse, wo ich irgendeine Uhr brauche, wo immer nur unnötig Männchen hochkommen. Also diese kleinen grünen Männchen. Na, wahrscheinlich sind die auch noch vom Mars. Mich wird hier nichts mehr wundern. Ich drücke noch einmal locker, um zu zielen. Und der Mauscursor ist wieder im Weg. Oh nein. Ich klappe gar nichts. Es klappt nicht. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. So. Es klappt nicht. Es funktioniert nicht. Jetzt müssen wir uns was Neues überlegen. Was können wir tun, um da durchzukommen? Seht ihr, wie ich zucke? Oh, ich muss wirklich einen neuen Controller holen. Habe ich nicht die Chance, das eben umzulegen? Ich meine, jetzt mal im Ernst, Freunde. Die Taste werden wir nicht benutzen. Das ist die links hinten. Oh nein, 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 nein. Ich gehe, ich gehe, ich gehe. So. Ach so, okay. Ich werde hier mal was einstellen. Wir sehen uns in ein paar Sekunden wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. So, es gab nur eine Option, das Ganze umzustellen mit meiner Steuerung. Und das ist jetzt eigentlich genau so, wie ich es wollte. So, ablegen. Ich bin am Überlegen. So, ich will ja die zweite Shotgun mitnehmen. Ablegen. Ja, ganz ehrlich, Freunde, ich werde da einfach jetzt durchrennen. Aber ich habe trotzdem hier was vernünftig umgestellt. So, ich lasse ihn hier erstmal warten. Also wir haben einen Zombie von vorne, einen Zombie von links. Wenn wir den vorne geschickt mit einem Rechts-Links-Antäuscher, Rechts-Links-Antäuscher ausweichen, kann er uns gezielt in den Rücken beißen, so wie wir es am liebsten haben. Nein, das ist doch... Komm, ey, das geht doch hier nicht klar. Jetzt müssen wir hier schon vorbei holpern. Hauptsache, da ist kein Dritter. Nö, aber das sahen wir auch nochmal schnell ab. Oh, geil. Munition, ein paar Kügelchen. Oh, vielen Dank. Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no. Sind wir da hinten durchgelaufen? Ist da eine Tür? Wo sind wir denn letztes Mal langgelaufen? Oh, no. Ah, egal, wir haben einen guten Spot eigentlich, um den wegzumachen. Haben wir doch nicht. Ich bin ja so scheiße in dem Spiel, Leute. Nein, der kommt. Nein, jetzt ist aber mal wirklich gut. Und der gepanzerte auch noch. Jetzt geht's hier dran. Ich raste wieder komplett aus. So, da sind wir nicht durchgekommen. Warum denn nicht? Ach, wir sind da hinten durch. Oh, Freunde, ich bin ja so doof. Komm, wir machen das jetzt hier. Kombinieren, zack, zack. Schüsse umsonst abgegeben. Ist nicht schlimm. Wir machen das doch immer alle gerne. So, der wird auf dem Rückweg aufstehen. Jetzt habe ich den einen da gelassen. Ich will ja auch eigentlich nur die Shotgun. So, jetzt kommen hier noch mehrere Zombies, ne? Ach, wir sind letztes Mal einfach hier lang gelaufen, ne? Ja, wir holen uns erstmal die Shotgun ab und dann können wir immer noch den anderen Weg gehen. Dann holen wir uns auch erstmal den anderen guten Maestro dazu. Den Billy Talent. So. Der ist ein bisschen fetziger oder hat er nur eine Biker-Weste an? Okay, alles klar. Wie kann ich denn nachladen, wenn ich so bin? Da kann ich gar nicht nachladen. Ach, keine Ahnung. 5 Schuss. Okay, 5 Schuss. Ich warte auf den nächsten. Ja, der ist ja noch nicht fertig. So, der ist jetzt down. Das ist der nächste. Zack, zack. Da waren nur 2, ne? Oh, shit. Oh, shit. Oh, yo. Alles klar. Ja. Alles klar, so kombinieren. Ich glaube, wir sind jetzt besser durchgekommen als gerade. Wir haben ja da hinten auch noch eine Pflanze. Vielleicht hat er jetzt Munition. Der hat sogar ein Funkgerät. Also ich meine, von der Theorie her kann man hier eigentlich auch mal was machen. Ich guck mal eben, was habe ich hier? Benzinkanister. Also jetzt mal ehrlich, ich brauche ihn jetzt nicht wirklich.
Ich nehme dann lieber mal die Schrottflinte, das Gewehr mit. Ein Haufen verschiedener Materialien, bla bla bla, auf dem Boden. So, ich nehme die Statue mit. Ich nehme die Statue mit. Ein Stapel Stühle, Alter. Jetzt mal, oh, ich wollte schon sagen, danke. So. Wir haben die Leiter, um nach oben zu gehen. Wir sehen, dass wir eigentlich noch ganz gut dastehen. So, komm, jetzt versuche ich die Zombies mal wirklich weg zu bumsen. Ne? Stemmen wir die Leiter doch auch. Gucken wir doch mal, was uns denn da alles Schönes erwartet. Wir lassen die aber diesmal bis hierhin antanzen. Wobei, ich glaube, die kommen erst, wenn ich hier war, mich gedreht habe. Genau, 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 genau. So machen wir das jetzt. So. Komm her. Jetzt halte ich hier mein Gerät mal vernünftig in der Hand. Alter, wo? Zack, zack, zack. Da muss knallen. Ja. Geil, ey. War eine Blutlache. Ja, bis die da sind. Mein Gott. Auch von hier sehe ich es aber nicht gut. Da muss ich fast wieder sagen, dass ich hier gehe. Gewehr ist schon geil. Double Kill. Oh, die haben auch noch die Umbrella-Anzüge an. Ich werde für den letzten auch noch einen Schuss Shotgun-Muni nehmen und versuchen, bei den Grünen immer ein bisschen mehr auszuweichen. Vielleicht haben die alle noch mal ein bisschen was dabei. Oh, ist noch so ein gepanzerter. Komm her, wie die. Das macht doch Bock mit der Shotgun. So, gucken wir mal, wie Billy geht. Der chillt ein bisschen. So, ich habe mich auch eigentlich nur verklickt. Ich wollte in den Inventar. Vier Schuss im Kopf halten. Vier Schuss. Ne, falls wir Schuss zählen müssen. Grüne Kräuter. Ist eine Überlegung wert. Ich nehme beide mit, kombiniere beide. Kriege ich beide überhaupt mit? Mitnehmen. Ach nein. Nein, nein, nein. Ich weiß gar nicht. Ich lege das Gerät mal ab. Sack die Kräuter. Ey, weh, der nimmt wieder diese Statue. Ja, danke. So. Kombiniere die alles in voller Länge, weil es einfach so ein geiles Gefühl ist. So. Ich muss auch überlegen, ob ich sage, ich stecke später eine Shotgun einfach ein und lasse es sein damit. Die Tür wurde aufgeschlossen. Okay, ich weiß nicht womit. Scheinbar haben wir noch einen Schlüssel irgendwo kassiert. Ich glaube, hier gab es doch irgendwas Besonderes, oder? Na komm, sprechen wir erstmal mit den Rittern. Hello! Die Schwerter der Ritter blockieren die Tür. Okay. Es sind wahrscheinlich zwei Hebel nötig. Was haben wir hier noch für ein Rätsel? Ein Gerüst. Wollte jemand das Gemälde restaurieren? Das kann wohl. Oh no! Ich erinnere mich. Oh no, oh no, oh no, oh no. Also ich sag mal so, hier will ich ungern alleine hingehen. Wobei, ich habe alleine die besten Ausweichmöglichkeiten. Muss man ja auch mal realistisch betrachten. Ich ziehe nur einmal kurz durch den Raum. Okay, hier ist niemand drin. Da war nur eine Notiz irgendwo auf dem Dach. So, wenn wir die auch mal einsammeln können. Oh nein, jetzt hör auf. Nur von der anderen Seite. Wir haben echt kurze Arme. Klein und dumm sind wir, ne? So, gucken wir mal. Richtlinien für Auszubildende. Ziel der Ausbildungsstätte, alles klar, geil. Nein. Nein, ich wusste es. Wir werden hier noch viel Spaß kriegen. Ich sag mal so, unsere haarigen Vorfahren werden hier irgendwo rumrennen. Aber ich gehe erstmal ans Podest, weil ich das für eine super geile Idee halte. Ich bin einfach ein Showbestie und drück da mal drauf. Security System is locked. Please insert System Disk. Hat einer eine von uns beiden? Nein. Haben wir beide nicht. Gut. Gehen wir wieder runter. Aber hier wissen wir schon, hier können wir den Ritter entblocken. Also wieder freimachen. Gehen wir mal hier hinten in die Ecke. Oh, eine Speicherstätte. Dann müsste ich mir jetzt was überlegen. So. Kann ich auch nicht dran. Hole ich Billy bis hier hin? Ich weiß, ich muss noch. Ich muss so oder so zur Eingangshalle. Ich bin fast schon eher dafür, dass ich hier 5 Schuss mal ablege. Oder die Statue. Ich lege die Statue ab. Mach mal lieber einen Zwischensave, weil ich habe das Gefühl,
Es könnte sonst alles nach hinten losgehen. So, komm. Da ist deine Schreibmaschine Daten aufzeichnen. Ja, wir gehen sogar in Speicherslot Nummer 3. Wie Jorge immer zu sagen pflegt. Komm, mach das Gerät fertig. Tu nicht so, ey. Ich speichere auf dem PC, ne? So, super, danke. So, damit das nicht übereinander liegt, hau ich hier die Farbbänder hin. Nicht, dass ich hier wieder 50 Mal das Farbband aufhebe und die andere Kacke nicht hochkriege. Ne? Eine Sache kriege ich immer hoch. Ne? Und das ist gleich Billy auf Leiter. Apropos, ich lade schon mal nach. Untersuchen, ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ist auf jeden Fall keine gute Idee. So, kombinieren. Zack. Ich hätte vielleicht mal die Statue untersuchen können, aber... Brauchen wir das? Ganz ehrlich, Freunde, wir gehen hier mal rein. Wir gucken einmal. Ich meine, wenn wir sterben, es ist nicht schlimm. Es ist nicht relevant. Ich weiß nur, hier werden Affen auftauchen. Und ich kriege jetzt schon einen an der Klatsche davon. So, guck mal. Wir haben eine... Ich würde es als Teufelsstatue nehmen. Wenn Gut und Böse im Gleichgewicht sind, öffnet sich. Ja, okay. Alles klar. Wir haben den ersten Teil davon. Das ist die Statue, die wir da vorne hingestellt haben. Okay, hier ist nicht zu viel. Wir gehen aber mal einfach weiter. Die Wand sieht doch saumäßig verdächtig aus, oder? Das Bild auch. Gemälde, bla bla bla. So, was haben wir hier hinten noch? Ach, hört auf! Ey, kann ich den wohl hier hinschicken zum Folgen? Come on. Oh, geil! Ja, alles klar. You stay here. Er soll mal da stehen bleiben. Er nervt einfach sonst nur. So, da können wir nicht lang. Regen, unheimliche Wolken, alles klar. So, gehen wir dann mal durch die Nuss-Nougat-Holz-vertäfelte, walnussfarbene Tür und schauen dahinter mal, was hier so passiert. Ja, nee. Der Raum ist still. Bedeutet, entweder kommt ein Zombie aus dem Schrank oder was noch schlimmer ist. Follow me. Okay. Da ist einfach ein Zombie nackt. So, ausrüsten, kriegt er erstmal die Pistole. Gucken, ich habe jetzt gesagt, er soll folgen. Wie schnell er denn bei mir ist. I'll go. Nein. Komm. Follow me. Komm. Wir machen hier zu zweit weg. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit dem zu zweit hier reingehe, ich fühle mich stärker, ja. Ich meine, man hat vorhin gesehen, die schießen ja überhaupt nicht, ne. Aber der Raum... verbirgt doch irgendein Geheimnis in sich. Wir hören Krähen und wir hören das Ende des Parts. Wir sehen uns hier das nächste Mal bei Let's Play Resident Evil 7. Bis dann.